Glaub, heute schaffe ich es nicht mehr, meinen Puls runterzubringen. Heute spielen wir mal was ganz anderes. Ich habe mir mal für heute Adventure Climb VR ausgesucht. Nicht wundern, dass mein Puls so hoch ist. Ist vielleicht teilweise auch die Aufregung, aber überwiegend, weil ich gerade noch Beat Saber gespielt habe. Vielleicht mache ich auch mal ein Video drüber, wenn ich mal ein bisschen besser geworden bin. Okay, aber auf jeden Fall starten wir jetzt mal. Welcome to Adventure Climb VR. Use the triggers to grab the holds and pull yourself to the start. Okay. Climb to the zip line to complete the route. Start by grabbing the first hold. Scheinbar muss ich jetzt da hoch. Die Szenerie sieht so naja aus. Komisch, eher gesagt. Allein schon der Vogel, der da. Der es schafft, ohne seine Flügel zu bewegen, zu fliegen. Ah, der Lärm vor dem Heli, der nervt ein bisschen. Na gut, er wartet ja auch auf mich. Ein bisschen zu nah an der Wand. Perspektive scheinbar passt nicht wirklich rein. Also irgendwas ist falsch. Oder ich bin sehr klein. Na gut, dann klettern wir mal hoch. Da ich ja selber in real life bouldern gehe, oder jetzt halt nicht mehr so oft durch die derzeitige Corona-Situation, habe ich ein bisschen Erfahrung, obwohl ich sagen muss, oh, das ist ja auch noch mit Zeit, das ist natürlich nicht mit dem echten Bouldern zu vergleichen ist. Ganz klar. Also die Schwierigkeit ist was ganz anderes. Ist ja eigentlich viel zu entspannt. Also, brauchen wir einfach sinnlos. Okay, doch nicht sinnlos. Aber versuchen wir es mal in schnell. Also wenn der Ausblick wenigstens schön wäre, dann würde sich das wenigstens lohnen. Aber man hat ja da nicht wirklich einen Kraftakt. Vor allem, es macht irgendwie keinen Sinn, sich irgendwie so festzuhalten. Also wahrscheinlich kann man auch sich hochwerfen. Okay, das nicht, dass ich jetzt. Ah, super. Neuer Versuch. Welcome to Adventure Climb VR. Use the triggers to grab the holds and pull yourself to the start. Also, das erste Level will ich wenigstens schaffen. Start by grabbing the first hold. Auch wenn es mir schwer fällt, das ernst zu nehmen. Oh nein!
glaube, das ist mein Fehler. Weil ich es nicht ernst nehme, stelle ich mich so unglaublich dämlich an. Aber dennoch, wenn ich dieses Level schaffen, machen wir mal ganz vorsichtig. Jetzt. Okay. Okay, das ist cool. Könnt mir vorstellen, dass es auch trotzdem recht stark in die Arme geht. Aber wie gesagt, das ist natürlich nicht vergleichbar mit jetzt mit echtem Klettern. Weil da einfach die Schwerkraft fehlt. Aber irgendwie bockt schon. Ernsthaft? Oh. Das hört nicht mehr auf. Zum nächsten Spiel. Henry der Hamsterhändler. Denk mal, auf jeden Fall ein witziges Spiel. Ich bin mal gespannt. Oh, ein Hook. Die Musik ist auf jeden Fall cool, irgendwie. Wahrscheinlich so ein kleines Tutorial, wie die Steuerung funktioniert. Hot Job! Oh, das war jetzt aber schwer. Gerade ein bisschen schwitzen. Das kann man so machen. Okay. Was ist das? Okay, dann fangen wir mal an. Okay. Schätze mal, die dürfen nicht brennen. Oh. Oh je. Oh je. Nochmal. Guck einfach, dass alle grün bleiben. Läuft. Level completed. Okay. Oh fuck. Nein. Okay, I see. Warum? Okay.
ich hab die Taktik. Ach, da kommt nichts mehr. Da auch nicht mehr, aber das noch. Ach, warum ich den Haken hab. Easy. Ja, einfach nur mal ein bisschen berühren, dann geht das schon. Level completed. Get ready. Main a bit quieter. Oh. Main a bit quieter. Level completed. Get ready. Machen wir dir. So. Oh fuck. Wahrscheinlich muss ich nochmal machen. Ja, war mir klar. Puh. Oh, come on. Oh, und die Musik. Gut, wenigstens ein Stern. Was? Oh, das gefällt mir. Die armen Hamster, es tut mir leid. Na, komm. Oh, jetzt den Blickwinkel nicht gesehen. Ja, da muss man schon schnell sein. Da muss man auch recht weit nach hinten greifen, schlagen. Mit ihrem süßen Zahn, mit ihrer süßen Zahnlücke. Ihren süßen Zahnlücken. Ich glaube, heute schaffe ich es nicht mehr, meinen Puls runterzubringen. Hoch. Ich habe das Gefühl, die Musik wird immer lauter. Na gut. Kann nicht. Nee. Muss ich jetzt dann das gleiche Level nochmal? Oh nee. Nein! Ach, geschafft! Ach so, was wird da rüberfliegen? Oh nein! Puh! Immerhin. Level completed!
Oh, scheiße. Das war schlecht. Ein letztes Mal. Ja, vor allem, ich hab doch... Für was ist der Haken? Testfail. Ein Spiel, das ich mal vor ein paar Monaten mal ausprobiert habe. Also leider nicht blind, aber man kann es mal wieder spielen. Gravedigger VR. Guck mal, da ich Rechtshänder bin, würde ich jetzt einfach mal auf die rechte Seite machen. Ziel des Spieles ist es, Edelsteine abzubauen, die dann hier so reinzuschmeißen. Springen die dann? Nee, leider nicht. Später im Verlauf des Spieles kann man dann gewisse Ausrüstungsteile, freischalten. Ich mach das jetzt mal so, dass ich nicht teleportieren muss. Mein Roomscale ist ja begrenzt, aber müsste eigentlich so reichen, dass ich einen gewissen Raum fass mal kurz an. Ich glaube, ich stelle mich gerade ein bisschen dumm an. Ach so, ist mir Zeit. Ich vergaß. Endlich haben wir. Ja, den habe ich noch. Dann glaubt ihr alle Edelsteine. Austesten, wie viel Platz ich habe. Müsste eigentlich, es ist zwar kein ideales Roomscale-Spiel, aber ich befürchte, ja, könnte so passen. Ohne jetzt gegen die Wand zu laufen, es wird spannend. Vielleicht schaffe ich es trotzdem. Versuche jetzt so schnell wie möglich so viele Edelsteine wie möglich einzusammeln. Sehe ich eins. Ja. Ja, und also man fährt ja mit dem Aufstell runter. Und je tiefer man runterfährt, desto besser werden die Edelsteine. Aber entsprechend braucht man dann auch das gewisse Werkzeug. Oh. Nein, ja. Also jetzt mal blind auch in den Korb zu treffen. An sich ganz witzig, das Spiel. Könnte man, hier kann man das Werkzeug dann aufhängen später. Die, wo man offensichtlich sieht, zuerst. Gut, dann kann man sich eine Wand sparen. Oh, da ist schon die Wand. Mal aufpassen. Ich habe es gespürt. Oh, da habe ich jetzt die Kamera bewegt. Ungewollt. Oh, da ist auch schon wieder was. Mal aufpassen, dass ich mein Equipment nicht aus Versehen schlage. Genau, da hat man die Uhr.
wie viel Zeit man da noch hat. Ja, und jetzt geht's wieder hoch. Und hier kann man dann quasi sein Zeug upgraden. Sieht man sogar das Ergebnis. Ich bin so reich. Oh, das ist neu. Das kannte ich noch nicht. Dass man hier so eine Videopräsentation sieht. Ja, das ganze Werkzeug, was man da freischalten kann, wenn man zu faul ist zum Hacken. Ah, DLC only. Okay. Dynamit. Die Wand. Was ist das? E.T. Wer kennt's nicht? Ich dachte, ich springe jetzt da raus. Okay. Ja, es erinnert mich ein bisschen ganz, ganz leicht an Half-Life Alyx. Ich glaube, das ist so ein Art Rettengerät. Das ist gut, dann sehe ich sie gleich und kann dann hacken. Und ja, die braucht man dann. Die Kerze braucht man dann, um das Dynamit anzuzünden. Komm, nächstes Level. Ich könnte es so hier hinhängen. So, dann nächstes Level. Jetzt gucken wir mal. Also ich sehe das schon. Oh, da ist das Fenster. Das Fenster muss jetzt da durch. Ja, dafür ist einfach mein Raum zu klein, um wirklich alles ausnutzen zu können. Ich glaube, dann teleportiere ich doch lieber mal. Richte mich gleich ein bisschen besser aus. Am besten in der Mitte des Raumes. Ja, da braucht man eine Art Kettensäge. Da ist eine Ölader. Für mich jetzt interessant, ob ich das jetzt alles da reinscharren muss oder ob das jetzt von alleine reingeht. Mal ausprobieren. Ich lerne nie draus. Mal gucken, was passiert. Es ist weg. Das ist schlecht. Da müssen wir halt ein gutes Timing erwischen. Zwischen kloppen und sammeln. Teleportieren nicht vergessen, am besten im Raum, Mitte des Raumes stehen. Da ist wieder was zum Sägen. Hacken, 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 hacken. Uhrzeit, gelb. Das immer noch. So, und jetzt sammeln wir. Oh, hätte ich mit der anderen Hand das machen. Ich glaube, das zählt als Sportspiel. Und wieder. Hacke, meine Spitzhacke. Aber ich glaube, das hat jetzt ganz gut geklappt mit dem Timing. So, bei Gelb. Bei Gelb alles einsammeln.
da kriegt man richtig Durst. Ich fühle mich wie ein richtiger Bergarbeiter. Ich bin bestimmt ein guter Bergarbeiter geworden. Weil natürlich sagen muss, das ist kein Traumberuf, jedermann. Bergarbeiter. War schon ein komisches Wort. Bergarbeiter. Zeit. Oh, gelb. Achso, ich brauche gar nicht hingehen. Ich kann auch. Hier kann man noch. Nein! Ist weg. Oh, es geht weiter runter. Nein, geht nicht. Ja. Ja, das macht Spaß. Pioneers off the frontier. The first minerals from beneath the earth have been excavated, proving that the experiment is a success. Kann man das so? Nee. Kann nicht, aber. Kann man mitnehmen. Dann würde ich sagen. Ah, das ist das, um Fossilien abzubauen, haben wir genug Geld? Ja, wir haben genug Geld. Dann kaufen wir einmal das. Und hängen das da an. Haben wir genug Geld? Dann nehmen wir. Ein bisschen Dynamit. Und natürlich. Kettensäge. Funktioniert nicht, aber so funktioniert's. Gut. Nächste Runde. Pam. Pam. Das ist neu. Okay, dann machen wir erstmal das schlecht. Eigentlich mega easy. Machen wir nicht. Gib mir mal wieder hier und gucken, dass wir hier noch diesen Edelsteine abbauen. Bisschen Zeit. Es geht. Ich glaube, jetzt sammeln wir mal alles ein. Das. Weg da. Gut. So, das passt. Wieder unser. Kreissäge, Fossiliensäge. Oh. Die kann so nicht arbeiten. Hm? Irgendwie will das nicht. Dann nehmen wir mal ein anderes. Nicht so viel Zeit haben. Okay, dann nehmen wir wieder unsere Axt oder wir nehmen halt Dynamit. Kann man das so? Nee. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, Dynamit wird extra angeschrieben. Wo ist meine Spitzhacke? Hallo? Die Spitzhacke ist weg. Kann das sein? Der braucht schon eine Spitzhacke. Ja, das war jetzt nicht ertragreich. Gebe ich echt zu. Aber ja. Ja, ich glaube, die Spitzhacke ist weg. Vielleicht brauchen wir die auch gar nicht. Hier so eine
Achso, die hat auch. Tippen wir am besten nur. Ich weiß nicht. Ah, da hängt sie. Mir sicher, so eine Spitzhacke benutzt man anders. Was möchte ich? Kurz. Nee. Geisterspitzhacke. So, alles fallen lassen. Weg da. Könnte ich noch schaffen? Yes! Ja. Oh, da war noch was. Na gut. So ein Autoloader wäre nicht schlecht. Was ist das? Ah, für Öl. Ja, das kaufen wir. Dann kann man mit daran Öl einsammeln. Das einfach mal. Oh, Fossil gibt Geld. Wahrscheinlich in der nächsten Runde. Gott, noch eine Runde. Pam. Fangen wir mit den Fossilien an. Was? Ah, den Bohrer braucht man. Ja, das habe ich vergessen. Man braucht, um Öl zu schürfen, braucht man einen Bohrer. Die gute alte Spitzhacke, die hat kein Cooldown. Das war nicht so effizient, glaube ich, wie die Kreissäge. Aber erfüllt trotzdem ihre Arbeit. Und das ist Steine zu hacken, Wurmsen einsammeln. Und ich das wieder. Da fällt ich trau der ganzen Sache nicht so ganz. Das waren alle. Oh. Vielleicht geht es ja nicht. Nee, die ist nicht so gut. Aber es reicht, um Fossilien zu bergen. Habe ich schon einen Scanner und trotzdem schlage ich immer irgendwo hin, wo es keine Edelsteine gibt. So ein bisschen typisch. Noch fast vergessen. So, die gehen nicht verloren, die gehen dann einfach wieder an ihr Platz zurück. Das ist gut zu wissen. So, mal wieder Spitzhacke, aber erstmal nehme ich wieder P.
Pilze. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber man weiß ja nie. Cave Digger VR. Der Spaß für die ganze Familie. Sachen kloppen. Das von zu Hause aus. Wollten schon immer mal Bergminenarbeiter sein. Das ist ihre Chance. Oh. Ich hoffe, ich habe alles. Nein. Puh, das war knapp. Ah, wir sind da oben. Und da ist der Bohrer. Ich glaube, die Pilze haben nichts gezählt. Vielleicht hätte ich Pilze essen müssen. Vielleicht beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal.